Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Food Haul. Ich fange mal direkt an, die Sachen zu zeigen. Ja, das wurde doch einiges vieles. So, wir waren auf jeden Fall beim Türken und ich zeige mal, was wir da alles gekauft haben. Wie immer haben wir Sonnenblumenkerne gekauft. Das darf ja nie fehlen bei uns. Dann habe ich Teigblätter gekauft, weil ich wollte Börek damit machen, so wie hier hinten abgebildet, aber ich mache das ein bisschen anders. Dann haben wir hier einmal Pastirma, das ist Schinkenpastete. Ja, das, ich weiß nicht, ob Orda das mag, aber ich wollte damit was Leckeres machen. Dann Tomaten. Genau. Dann für Lina diese, wie heißen die, Mini-Salamis. Dann habe ich einmal nur ein Sucuk mitgenommen, weil das geht sonst in den Müll. Weil wenn wir zu viel haben, meine ich. Dann einmal Paprika in Edelsüß. Papa! Papa! Ja! Ich weiß gar nicht, wie viel hier drin ist. Ich habe zwei Stück. Auf jeden Fall ganz normal Käse. Lina, wann geht's schon, Mörder? Dann haben wir einmal von Tukas. Scheiße, ich habe das falsche gekauft. Schatz, ich habe das falsche Salsa gekauft. Es gab einmal gemischt und einmal nur scharf. Ich habe scharf gekauft. Scheiße. Egal. Dann auf einmal auf jeden Fall Salsa, also Tomatenmark, aber ich habe aus Versehen das Scharfe geholt, anstatt das Gemischte. Dann hat Lina einmal sowas hier gekauft, das wird sie aber nicht essen. So einen Schokoladenkeks, nein, das kriegst du nicht. Und Gurken. Das war's beim Türken. So, dann gehen wir rüber zu Aldi. Da habe ich viermal Latte Macchiato mit Karamellgeschmack gekauft. Ich mag sie ja sehr. Dann zwei Puddingbrezeln. Dann eine Packung Eier. Mozzarella. Was? Ja, das haben wir auch gekauft, ne? Dann habe ich Handschuhe gekauft für mich. Champignons. Dann einmal ganz normal Bohnen. Zwiebeln. Dann habe ich einmal Schmand. Ich wollte nämlich einen Karottensalat machen, den zeige ich euch aber. Dann vier Süßkartoffeln. Dann haben wir Bananen. Dann haben wir zweimal Croissants zum selber machen. Dann zwei Zucchinis. So, Reiswaffeln. Wir haben jetzt ganz normal Reis gekauft. So, dann haben wir einmal Knoblauch. Milch und das. So, ihr Lieben, also wir haben bei Lidl einmal Küchenrolle. Klopapier. Ne, das ist Klopapier. Küchenrolle und Klopapier gekauft. So. Dann hat auch der. Was ist das? Schatz, ich schwöre, die schmecken nicht, die roten. Ja, gab's nicht. Nur doch, es gab Kleine. Dieses ganz große Kopfsalat. Egal. Dann hat auch der zweimal Salatherzen gekauft. Parmesan. Lina, du esst dich ekelhaft, ja. Und Vitaminsaft. Wie heißen die nochmal? Aprikosen, ne? Aprikosen, ja. Dann einmal Aprikosen. Blumenkohl. Frittersport Macadamia. Das hat Lina in den Einkaufswagen gepackt. Zweimal Mineralwasser. Und zweimal Wasser. Das ist aber noch im Auto. Das war's. Ich hoffe, der Food Haul hat euch gefallen und würde mich sehr freuen, wenn ihr demnächst wieder einschalten würdet. Bis dann, ciao!